Bei die Handybetreiber kann ich nur singen. Hurra, hurra, die Indexanpassung Mafia ist da. Hurra, hurra, die Mafia ist da. Am liebsten erhöhen wir gleich, am liebsten noch um 11%, dass den Leuten schlecht wird. Erhöhen wir die Preise ohne Sonderkündigungsrecht. Bäh, bäh. Ich grüße euch. Ja, ich möchte mal über das Thema Indexanpassung sprechen. Hier versucht man quasi den Menschen etwas vorzugaukeln. Ja, Indexanpassung, ja, Indexanpassung. Freunde, das ist Bauernfängerei. Für mich ist das keine Indexanpassung mehr. Und dass da kein Sonderkündigungsrecht zugute gehalten wird, finde ich auch ein bisschen ein Oberschmäh daran. Was mich so betrifft, Magenta-Kunde, ich kann euch wirklich nur sagen, mir tun wirklich die Kunden sehr leid. Die Magenta-Mitarbeiter können quasi eigentlich nichts dafür. Aber ich hätte mir gehofft, dass der neue Vorstand von Magenta wenigstens eine gescheite Birne hat. Aber anscheinend ist da ein bisschen die Eurozeichen hypnotisiert worden. Ich weiß, viele Leute würden sich darüber ärgern, aber ich finde es nicht richtig, dass man hier heimlich eine Inflationsanpassung von sagenhafte 11,2% macht. In meinem Fall sind es, glaube ich, 8,2%. Für mich ist das haarscharf eine Bauernfängerei. Und es macht mich traurig, dass die Leute in diese Falle tappen. Alle anderen Anbieter müssten eigentlich die Kunden fragen, ob sie den höheren Preis zahlen wollen oder nicht. Nicht, Edgy Badge, du bist noch gebunden, es gibt kein Sonderkündigungsrecht. So darf man mit Kunden nicht umgehen. Das ist egal, welcher Betreiber das ist. Wir spielen hier nicht, wie erleichtere ich die Leute um ein paar Mark. Ich kann euch verstehen, dass ihr mehr Geld verdienen wollt. Magenta, A1 und 3. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen zu gierig, dass man hier mehr haben will. Ich kann auch nicht, wenn ich jetzt ein Produkt verkaufen würde, zuerst sagen, du musst 30 Euro dafür bezahlen und dann erstelle ich eine Rechnung in Wert von 35, 40 Euro. Das wäre Betrug. Und dass seitens von Magenta hier kein Sonderkündigungsrecht besteht, finde ich, wie gesagt, echt zu krank. Es ist für mich krank, dass man Leute extra in eine Falle schickt, die dann zuschnappt. Aber was soll man halt tun? Wir sind halt nur die Idioten, die denen das Geld unter die Füße oder unter die Arme stecken, damit sie gut verdienen. Ich weiß, ihr werdet wieder dann sagen, was hast du gesagt? Das interessiert mich eigentlich nicht, aber ich bin trotzdem erbost. Man könnte schon fast sagen, die Indexanpassungsmafia hat zugeschlagen. Nichts weiter als wie das hier. Aber ja, genug der Dinge jetzt. Tschüss. Nö.